Hallo Zockerfreunde und weiter geht's in die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, Bruder. Wir haben ja das letzte Mal, haben wir es ja geschafft, in die dunkle Bruderschaft. Der Bug ist ja endlich herausgefunden und das Leben ist einfach eliminiert. Und gut. Naja, was heißt eliminiert? Wir haben einfach Kate draußen gelassen. Dadurch funktionierte es, weil wir können keine Begleiter mit hier reinnehmen. Lachsbraten. So, und ich bin schon wieder ordentlich am Einpacken hier. Wer weiß, ob wir es brauchen. So, Ziegenbein, okay. Gut. Was haben wir hier? Erlesener Geschmack. Oh. Herzlichen Glückwunsch mit dem Öffnen dieses Buches. Habt ihr den ersten Schritt zur wahrhaft epischen Reise unternommen? Okay. Da sind sogar... Da ist ein Rezept drin. Okay. Sind da noch mehr Rezepte drin? Wahrhaftig. Wir nehmen es mit. Okay. Hier, das nehmen wir auch noch mit. Ihr habt doch nichts dagegen, ne? Dass ich euer Futter hier komplett einsammle. Egal. Mein Freund, ihr verbreitet den Geruch des Todes. Ich verneige mich vor euch. Oh, das haben wir noch nicht gelesen? Lehrlingshelfer, Ratschläge und was? Wallenwalz? Naja, gut, egal. Wir nehmen es mit. Das nehmen wir auch mit. Gut. Ist hier noch irgendwas? Das nehmen wir mit, das. Hier unten, das nehmen wir auch mit. Und der ist 40 wert. Das finde ich gut. So, hier unten ist Cicero. Den mag ich gar nicht, den Typ. Das ist so ein kleiner Psychopath. Da, das ist Cicero. Den Typ kann ich nicht ausstehen. Okay, wir haben ja einen Auftrag bekommen das letzte Mal. Und werden wir uns jetzt annehmen. Geht und kümmert euch um den Muiri-Auftrag. Ja, werde ich machen. Jetzt bleibt mal ganz entspannt. Ich will erstmal... den Krug wollte ich nicht. Ich wollte nur das Gold. Gewesen sein, das verspreche ich euch. Ich wollte nur das Gold. Das Buch nehmen wir mit hier. Okay. Der ist schon lange tot. Gut. Einer weniger, den wir umhauen müssen. Machen wir uns hier raus. Achso, das sah aus, als wenn da was liegt. Dann werden wir uns zu Mulgri begeben. Und, Moment, das können wir eigentlich per Schnellreise machen. Da oben. Da müssen wir nicht nach Markart. Genau. Machen wir das per Schnellreise. Da brauchen wir da nicht lange laufen. Okay, da ist Muri. Genau mit dir wollen wir sprechen. Mein Liebster. Warum seht ihr mich so an? Besorgt mal ein wenig mit. Du halt die Klappe. Geh weg. Also, die dunkle Bruderschaft ermittelt euch Grüße, Muri. Die dunkle Bruderschaft? Oh, ich... Meine Güte. Ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Ja, offensichtlich. Sagt mir, was euer Begehr ist. Was ich brauche. Den Tod von Alain Dufond. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Okay, ich brauche mehr als das, um weiterzumachen. Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Alain ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raldbitar. Das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Überfälle? Aha. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht, Alain Dufond sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt. Aber gut. Alain muss sterben. Werden wir machen, so soll es geschehen. Ausgezeichnet. Sobald Alain tot ist, bekommt ihr euren Lohn. In Gold. Ich habe eine kleine Summe gespart. Ich hoffe, sie reicht. Aber, nun ja, da ist noch eine Kleinigkeit, falls ihr interessiert seid. Bin ich mir nicht sicher. Aber hören wir es uns an. Wenn ihr könnt,
dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht. Nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut, dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nilsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nilsine stirbt, dann soll es euer Schaden nicht sein. Okay, wie wär's mit der ganzen Geschichte? Ich ging nach Windhelm, um die Schmetterschild-Familie zu besuchen. Sie waren alte und liebe Freunde und in Trauer. Frigga war vor kurzem getötet worden. Ermordet. Ich lernte Alain in der Taverne kennen, als ich meinen Kummer ertränkte. Er sah gut aus und war charmant. Er sagte, ich sei die wunderschöne Lilly seiner Träume. In Alains Gegenwart war es, als ob aller Schmerz einfach von mir abfiele. Aber er hat mich nur belogen. Er hat mich benutzt. Er hat meinen Ruf ruiniert, meine Freundschaft zur Schmetterschild-Familie zerstört. Wisst ihr, warum Alain in Windhelm war? Er hatte von Friggas Ermordung gehört. Er wollte sich mit der Familie anfreunden, mitten in ihrer Trauer, und hat sie ausgeraubt. Alain hat mich benutzt, um an meine Freunde heranzukommen. Und nun halten sie mich alle für eine Art Monster. Alain Dufour hat mir mein Leben weggenommen. Und nun nehme ich ihm seins weg. Okay, aber warum hat Nilsine Schmetterschild den Tod verdient? Versteht ihr denn nicht? Nein. Ich war wie eine Tochter für Tova. Eine Schwester für Nilsine und Frigga. Aber die Familie weigert sich, an meine Unschuld zu glauben. Ganz egal, was ich sage. Verstehen Sie denn nicht, dass ich benutzt wurde? Dass auch ich um Frigga getrauert habe? Nein, sie behandelten mich wie Dreck und warfen mich weg. Wenn Nilsine tot ist, dann wird Tova vielleicht klar, was sie verloren hat, hm? Vielleicht sieht sie dann ein, dass ich ebenso ihre Tochter war wie die anderen. Und wenn nicht, soll sie doch in ihren eigenen Tränen ertrinken. Okay, gibt es sonst noch was? Ich wollte Ella eigentlich selbst töten, wisst ihr? Und Nilsine auch. Aber ich habe die Nerven verloren. Ich hatte sogar ein besonderes Gift gebraut, Lotusextrakt. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Bestreicht okay. Einfach eure Waffe damit. Und dann... Ihr versteht mich. Ja, klar. Aber das lasst mit sie alle für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Also ich finde, die hat den Tod nicht verdient. Ne, nicht wegen sowas. Also das ist ein bisschen übertrieben. Nee, aber diesen Alain, den werden wir auf jeden Fall erledigen. Und dazu müssen wir da mal irgendwo in diese Richtung zumindest. Moment. Noch weiter. Da wollen wir hin. Da werde ich nur mit dem durcheinander kommen. Das heißt, ich werde mal hier so eine Markierung machen, wenn das irgendwie geht. So ein bisschen in die Nähe. Hätte ich es gerne. Moment. Ein bisschen näher ran hier. So. So, bewegen. Okay. Dass wir wissen, dieses hier müssen wir aufsuchen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Das heißt, in die Nähe irgendwie. Da. Ja, wir machen das von hier aus. Ja. Von dort aus reisen wir dann dahin. Okay, aufsitzen. So, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da diese Richtung, also da müssen wir hin. Müssen wir hier so ein bisschen drumherum reiten? Halt, Moment. Das Erz, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Das habe ich gesehen hier. Auf jeden Fall. Da kriegen wir noch ein bisschen Eisen. Brauchen können wir es, ne? Mal gespannt, wie viel wir da rauskriegen. Oder in eine Höhle, nur weg von hier. Viel war es nicht. Okay. Aufsitzen. Dann weiter. Oh. Wir haben jemanden vergessen. Na gut. Ist nicht so schlimm.
Ich denke mal, wir werden es überleben, hoffe ich. So, da hoch kommen wir nicht. Wir müssen da wohl so ein bisschen drumherum. Und ja, das sieht gut aus. Machen wir uns hier rum. Wir haben nämlich Kate stehen lassen. Blöde Sache ist das. Ganz blöde Sache. Weil die kann uns nämlich heilen. Das wird sie jetzt natürlich nicht tun. Das heißt, für uns wird sie jetzt um einiges schwieriger, würde ich sagen. Gut, hier muss es irgendwo... Moment, reiten wir ein bisschen hier drumherum. Mal gucken. Ja, da geht's rauf. Da geht's rauf. Das heißt, ich bin doch blöd. Ich kann doch... Moment. Haha. Haha. Wir können doch hier... Zack. Zack, da ist sie. Jawohl. Haha. Wir dürfen sie vergessen, aber wir dürfen nicht... Aber wir können sie rufen, ne? Okay. Kommt die jetzt mit oder bleibt sie da? Das will ich jetzt mal testen, sonst muss ich mich absteigen und sie holen. Sie bleibt da. Gut, dann steigen wir ab und holen sie mal. Okay. Bleib mal stehen. So, genau. Bitte folgt mir. Thank the divines. Let's move. Okay. Du dankst den Göttern, dass du mit darfst? Das ist, halt. So. Jetzt wollte es wieder nicht dahin lenken, wo ich hin wollte. Gut. Gut, dass wir diese Mod haben, ne? Es ist schon eine geile Sache. Weil zurückgewollt hätte ich jetzt nicht. Oh, da ist schon der erste. Und ich sollte vielleicht mal umschalten auf den Dämmerbrecher. Ja. Ihr habt euch eine schlechte Zeit verlaufen. So, stirb. Okay, wo ist mein Wolfi? So, ach, jetzt hat sie den wieder belebt. Ich wollte doch noch looten. So, belebt den ja nicht wieder. Ich will hier looten. So. Aber wenn sie nämlich wiederbelebt sind, kann man sie nicht looten. Das ist immer so saublöd. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir den Burschen finden, den wir da töten sollen. Ja. Du kannst erstmal dich verabschieden hier. Dich machen wir gleich mal hier putzen. Leben kommst du nicht raus, wirst du doch sagen, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch alles mit. Zack, haben wir den gleich gelootet und das über seine Axt. Woher auch nicht seid ihr gekommen? Was? Woher seid ihr gekommen? Echt jetzt? Leute! Mal sehen, was ihr könnt. Das sind die Weiber, die sich immer prügeln müssen. Meine Fresse. Das sehe ich anders. Ein ziemlich schwacher Ork, oder? Wenn der so schnell besiegt ist. Ist hier irgendwas, was ich brauchen kann? Nein? Gut, dann können wir uns jetzt um den da. So, und ich hätte gern ein bisschen Heilung. Hört auf, euch zu prügeln, ihr bescheuerten Weiber. Na bitte. Echt mal. Was? Oh, Moment. Das Ding hast du doch nicht auf mich geschossen, oder? Du hast sie ja wohl echt nicht alle. Bist du nicht ganz sauer, Mädel? So. So, weg mit dem hier. Das nervt. Ey, schmeiß nicht alles rum. Ich brauch da das Zeug hier noch. Echt mal. Ihr habt sie echt nicht alle. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, das hier knacken wir.
können wir nämlich auch so ein bisschen überraschen. Dann werden wir unseren Bogen mal rausholen gleich. Moment. Moment, Moment, Moment. Waffen. Das muss hier unten irgendwo sein. Da. So. Und jetzt? Genießt euren letzten Atemzug. Ja, ja, ja. Prügelt ihr euch mal. So. Was? Ja. Okay. Jetzt kommt der noch. So. Wolfi, helf mir! Hallo? Gerade warst du noch bei mir. Alter Schwede, für so eine leichte Rüstung hältst du eine Menge aus, Mädel. Muss ich echt mal sagen. Wieso kann ich die jetzt nicht looten? Schlüssel. Genießt euren letzten Atemzug. Irgendwas ist hier falsch. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Was? Mal sehen, was ihr könnt. Da unten ist er. Da unten ist er, warte mal. So. Machen wir dich alle hier. So, gleich mal looten. So, den Burschen haben wir auch erledigt. Aber Nersine, würde ich behaupten, hat den Tod nicht verdient. Halt die Klappe, Mann! Ihr habt euch eine schlechte Zeit. So. Einmal looten. Okay. Hier können wir Essen kochen. Gut, mal gucken, was wir Leckeres kochen können. Fasan. Genau, das machen wir. So. Dann hier Ziegenbein. Jo. So. Ein paar Ziegenbeine. Dann hier gekochtes Rindfleisch. Ja. Lecker Fleisch. Gemüsesuppe. Ja, viel zu gesund. Hähnchenkeule. Lecker. So. Da können wir so einige machen. Okay, die Gemüsesuppe bleibt noch übrig. Nee. Was hat die eigentlich für eine Auswirkung? Regeneriert 720. So verkehrt ist die gar nicht. 720 Sekunden lang. Ein Gesundheit pro Sekunde. Okay, dann nehmen wir doch das Gesunde hier. Ne? Okay. Gut. Finde ich gut. Halt, Moment. Da ist noch was. Ach so, da sind wir ja reingekommen, quasi von da oben. Das ist nämlich da, wo das da alles in Brand steht. Da? Da möchte ich aber nicht rein. Durch. Nein, wir gehen hier raus. Wir gehen hier raus, hier, hier, hier. Hier sollten wir auch rauskommen. Weil da sind wir ja vorhin rum. Haben wir mit dem Bogen geschossen. Da oben können wir nicht hin. Hallo Mädel. Du hast eine Kackfrisur. Okay, den Apfel nehmen wir auch noch mit. Hier die Axt nehmen wir noch mit. Ah. Was für Axt? Ja. Wieso? Wem gehörte die? Ja, nee, wir wollen hier raus. Wir wollen hier raus. Da. Da geht's raus. Okay. So, und ich würde sagen, ich gebe den Auftrag bei der Frau ab, bei der Muri. Aber, die Siri, oder wie die heißt, die werde ich nicht töten. Nein, nicht wegen dem Grund, das, finde ich nicht in Ordnung. Könntest du mal mein Pferd holen? Sausages? Ja, warte mal. So war das, dahin. Da, genau. Das oh, really? Gern. Danke. Okay, dann machen wir uns da runter.
vorsichtig, nicht, dass wir dem Pferdchen hier schon wieder wehtun. Dann wollen wir dahin. Hm? Moment mal. Jetzt habe ich dahin. Jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Bin ich blöd? Moment mal. So, da unten ist das. Da ist doch der Pfeil. Wieso sehe ich den nicht? Da, hier. Ach, wir hätten doch. Ich hätte auch gleich Markart anwählen können. Das war jetzt dumm. Aber okay. Ja, ich sehe oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, dann. Ich mache mich aus dem Staub. Jemand muss etwas unternehmen. Was ist denn hier jetzt los? Hallo, ich war's nicht, ne? Das will ich festhalten. Warum tun die sich gegenseitig weh? So, da ist einmal. Und da. Da. Irgendwo da. Das heißt, hier ist irgendwas. Irgendwie ist hier was nicht in Ordnung. Vampire! Vampire sind hier! Krass! Wir müssen etwas gegen diese Vampirangriffe unternehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich nehme hier noch ein bisschen mit, ne? Weil, warum verschwinden? So, hallo, bleib mal stehen hier. Was gibt es Neues? Ist Ella? Ja. Der ist Geschichte. Dieser Dreckskerl hat genau das bekommen, was er verdient hat. Aber wie ich höre, ist Nielsine immer noch gesund und munter. Dann habt ihr euch wohl entschlossen, sie doch nicht zu töten. Ich muss zugeben, ich bin enttäuscht. Hier ist der Lohn für den Mord an Elan. Und nichts dafür, dass ihr Nielsine am Leben gelassen habt. Vergesst nicht, dass das eure Entscheidung war. Ja, aber ich finde immer noch, dass Nielsine den Tod nicht verdient hat. Nicht dafür. So, wir müssen zu Astrid wieder. Ja, schon wieder. Okay, machen wir das so. Flupp. Schnellreise. Zack, sind wir da. Gleich, zumindest. Okay. Wird's lange dauern? Nein. Gut. Du musst jetzt leider wieder hier draußen warten. Hm? I'll just be here then. Lass uns genau. Drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Wir wollen da rein. Ja, nee, wenn wir sie wieder mit reinnehmen, ist das Problem, dann kommen wir hier nicht weit, dann stürzt das Spiel ab. Okay. Das ist wohl dein Stammplatz da, oder? Ah, ihr seid zurück? Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Ich habe wette, getan, es war was um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Ja. Also gut. Ich respektiere eure Diskretion. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Die da wäre? Stimmt was nicht? Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten irrational, wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Ich denke, der ist bekloppt genug, mit einer Toten zu reden. Ihr seid ein wenig paranoid bei Sisis. Wir müssen sie aufhalten. Da kann ich echt nur schweigen. Ihr müsst es verstehen. Wenn Cicero die anderen gegen mich, gegen uns, aufbringt, eine derartige Spaltung würde unsere Familie nicht überleben. Was soll ich tun? Liebe Schwester, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken.
Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Ernsthaft? Im Sarg? Ihr habt also keine Einwände? Gut. Nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Okay. Im Sarg, nicht, ja? Wenn ihr tötet, schwingen wir damit alle die Klinge. Moment mal, im Sarg, ja? Ich glaube, du meinst das wirklich ernst? Ich muss in den Sarg. Okay, da oben ist das wohl. Dann wollen wir uns da mal... Pilze? Nein, die können wir nicht mehr nehmen. Schwester. Ja, Bruder. Okay, da ist was drin. Habt ihr das nicht gesehen? Hier war Gold. Ihr habt so viel Zeug hier rumliegen, was Geld bringt. Und ihr lasst es einfach liegen. Oh, das nehmen wir auch mit. Engelsohr. Dann... Das heißt, Moment mal. Ich mach mal diese blöde Markierung weg. Nee, so nicht. Weil das stört mich gerade auf der Minimap. Auf der Minimap, auf dem Balken oben. Okay, gut. Denn, ich mach mal besser die Tür zu, ne, bevor Cicero kommt. Und, uns da entdeckt, den Wein, den Clown bei ihm. Was haben wir denn da? Ein Balsamierungswerkzeug? Jetzt ernsthaft? Nein, das will ich nicht. Den nehmen wir mit. Bevor es runterfällt. Ne? Moment mal, was ist dein Schlüssel erforderlich? Okay. Da brauchen wir einen Schlüssel. Gut. Wir werden in den Sarg steigen. Wir werden hören, was Cicero hier der Mutter danach zuflüstert. Das und noch viel mehr in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.